Einen wunderschönen guten Tag, Garnus, und herzlich willkommen zu einem neuen, sehr kurzen Tutorial. Das ist jetzt nur ein Tutorial, was ich auf Anfrage mache von Jakob Blumallee, beziehungsweise Computer-Tutorial. Ja, worum geht's heute? Ganz einfach, er wollte eine Armee erstellen. Ich zeige euch einmal, wie es einfach ist, eine Armee zu stellen, also eine einfache Weise. Es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten, eine Armee zu erstellen. Ich zeige euch die einfache und sehr kurz und schnell gehende Variante. Und zum anderen hat er gefragt, wie kann man ein Seil aus einem Video entfernen. Er wollte zum Beispiel, dass ein Kumpel ihn an einem Seil zurückreißt. Ich hoffe, dass das Seil etwas elastisch ist dabei, damit es so aussieht, wie als würde er von einer Explosion getroffen wegfliegen. Und wie kann man das Seil dann entfernen? Ebenfalls total einfach. Okay. Als erstes erstellen wir natürlich eine neue Komposition. Und diese sollte die gleichen Werte haben wie euer Video. Ich habe hier mein Video. 1920 mal 1080 kann ich hier gucken. Und gleichzeitig, oder beziehungsweise sehen, und gleichzeitig die Einzelbildrate von 59 Einzelbildern pro Sekunde, auch FPS genannt, Frames pro Sekunde. Diese Werte merken wir uns. Hier haben wir bereits 1920 mal 1080, passt also. Die Framerate ist hier bei 30, das passt nicht, also stellen wir sie hoch auf 59. Das Video geht circa 5 Minuten, also ich mache mal 6 Minuten 20 in die Timeline. Und schon kann es losgehen. Dann ziehen wir das Video hier natürlich einmal in Adobe After Effects rein. Und schneiden uns erstmal die Szenen zurecht, die wir brauchen. Ich habe hier ziemlich viel. Hier seht ihr, ich war so frei und habe meinen Hund mitspielen lassen. Der wollte gerne mal raus, dann habe ich den gleich mitgenommen, Laika. Und ich habe es einfach so gemacht, bin die Strecke halt einmal abgegangen, bin sie ein zweites Mal abgegangen, bin sie ein drittes Mal abgegangen und auch ein viertes Mal. So. Und diese Teile brauchen wir nun. Das heißt, also letztendlich der erste Gang, den wir machen, ist ab hier. Da beginnt es. Das heißt, ich schneide es zurecht. Und hier einen Cut hin. Und wenn wir durch sind, machen wir wieder einen Cut. So. Mit STRG C und STRG V kopieren wir nun das Video und gehen hier nun die Stelle weiter, bis zum nächsten, wo ich das nächste Mal loslaufe. Mal etwas weiterziehen. So, das heißt hier ein Cut hin. Und gucken, bis hier ein Cut. Okay, wieder mit STRG C und STRG V. Duplizieren wir es quasi. Man kann es so auch mit STRG und D machen. Das ist dann für Duplizieren einfach. Das ist dann natürlich noch ein Ticken einfacher. Okay, hier haben wir die nächste Szene. Das heißt, auch diese schneiden wir wieder zurück. Da habe ich nicht drauf geachtet, dass man da meinen Kopf sieht, aber ist nun mal so. Ihr macht den Fehler dann einfach nicht. So, und ich laufe hier vorbei. Sehr schön. Und mit SED duplizieren wir es noch ein weiteres Mal. Und nehmen die Szene, wo ich von da komme und dran vorbeilaufe. So. Und jetzt geht es quasi nur noch darum, das in eine, ja, die alle nebeneinander laufen zu lassen, sodass wie eine Armee wirkt. Ist jetzt natürlich jetzt nicht mit einem Gewehr oder sowas, dementsprechend nicht so spektakulär. Aber es ist ja auch nur ein Tutorial und soll nur zeigen, wie es so grundsätzlich funktioniert. So, ich habe die jetzt also hier alle erstmal untereinander gezogen. Und jetzt geht es darum, Masken zu ziehen. Das heißt quasi, wir gehen hier in. Wir gucken mal, wo bin ich am meisten draußen. Das ist im Grunde an dieser Stelle. Ein weiterer Punkt ist, ich habe hier jetzt einen Schattenwurf. Auf den muss ich natürlich auch nochmal achten. Ich werde es erstmal so probieren. Wir gehen hier ins Maskenwerkzeug. Wichtig ist, dass das Video markiert ist. Und ziehen nun hier eine Maske drum. Ich schließe erstmal den Schatten mit ein. So. Und pfup, schon ist der nächste Andreas da. Warum? Weil ich jetzt diese Maske gezogen habe und quasi, jetzt ist das nur dieser Bereich des Videos zu sehen.
Und hier ist bereits der nächste Bereich vom nächsten Video, was da drunter ist, zu sehen. Ganz einfach. So, das Problem ist allerdings, wenn wir jetzt die Maske hier mal ausschalten, da sehen wir einmal, das kommt aus der Maske raus. Das ist natürlich problematisch und gleichzeitig wird er hier jetzt nochmal in die Maske wieder reinlaufen. Und das wollen wir so natürlich nicht. Wie ändern wir das also? Das ist ganz einfach. Sieht sehr synchron aus, ne? Wir gehen an diese Stelle quasi. Gehen nochmal in unser, machen unsere Maske wieder sichtbar. Und gehen hier bei den Maskenoptionen auf den Maskenpfad. Gehen an die Stelle, wo wir die Maske gezogen haben. Das heißt, ab hier kann sie quasi da sein und machen das Stoppuhr-Symbol bei Maskenpfad. Jetzt gehen wir etwas zurück. Und ziehen auch die Maske einfach. So würde ich das nicht machen. Mensch. Ziehen die Maske hier einfach ein Stücken zurück. Oh, das ist natürlich auch nochmal problematisch mit der Pfanne. Ja gut, okay. Ziehen das hier so hin, sodass es ungefähr passt. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Jetzt kommt der erste Andreas. Und die Fahne ist schlagartig still. Windstill, das ist natürlich bescheiden. Aber das ist nun mal so. Achtet einfach darauf, dass ihr in eurem Video keine Fahne habt. ja. Und wenn jetzt gleich der Andreas hier wiederkommt, müssen wir darauf achten, dass wir die Maske etwas genauer ziehen. Das heißt, hier machen wir nochmal einen Keyframe hin, weil bis hier kann die Maske ja so bleiben. Aber ab hier muss sie sich dann verformen. Dazu machen wir erstmal ein paar weitere Maskenpunkte. Und diese passen wir jetzt dementsprechend an. Das heißt, hier, hier, hier machen wir einen Maskenpfad hin. So. Und hier muss sie dann noch weiter rausgehen. Sodass wir das auch hier passend haben. Wichtig ist natürlich, dass ihr in jedem Video die gleiche Helligkeit habt. Das heißt, wenn es jetzt ein sonniger Tag ist, wo aber immer mal wieder Wolken durchziehen, wäre es schlecht, wenn eine Szene hell ist und die andere dunkel. Das fällt dann natürlich auf, dass da so ein Cut drin ist. So, und dann hier muss die Maske sich noch ein weiteres Mal verziehen. So. Bis sie hier jetzt komplett rübergehen kann. So. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, eventuell die Maskenkante einen Ticken weich machen, bewegt sich die Maske ungefähr mit dem Bein und es sieht doch schon sehr schön aus. Okay, das wäre das Erste. Das heißt, die beiden haben wir quasi synchronisiert. Jetzt brauchen wir das zweite Video. Gehen dort ebenfalls in die Maskenoption und ziehen hier bis zum Schatten wieder eine Maske. Und schon haben wir da einen zweiten Schatten drin. Und jetzt sehen wir das, was problematisch wird. Und zwar laufen die beiden Andreas ziemlich nah beieinander. Was ich mir jetzt gedacht habe, es wird wahrscheinlich nicht auffallen, wenn jetzt die beiden Schatten ineinander übergehen quasi, wenn der eine Schatten einfach an dieser Stelle hier aufhört. Man könnte versuchen, sie hintereinander laufen zu lassen. Ich mache es jetzt einfach mal so, dass es parallel ist. Wenn ihr jetzt an einem nicht sonnigen Tag eure Armee aufbaut, beziehungsweise du Computer Tutorial, dann wirst du dieses Problem gar nicht erst haben. So, und dann gehen wir natürlich auch hier in die Maskeneffekte rein, machen Keyframe bei Maskenfahrt. Und passen die Maske dementsprechend an.
gucken. Vielleicht könnte ich sie hier sogar so etwas lang ziehen, sodass man hier den Schatten noch sieht. Und hier ist dann der Schatten bereits bis hierhin vorgedrungen. Ja. Also man sieht, dass das nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber wie gesagt, macht es einfach an einem nicht sonnigen Tag oder haltet noch mehr Abstand. Dann ist das auch kein Problem. So. Muss hier der Schatten noch ein Ticken heran. Ja, und dann können wir hier auch noch eine weiche Maskenkante von vielleicht 20 machen. Da sieht man hier, das wird so ein etwas fließenderer Übergang. Und schon, wenn man sich das jetzt hier mal anguckt, ihr seht eventuell, ihr habt gerade besonders beim Bearbeiten hat man gesehen, dass das so einzeln ruckelt. Das liegt daran, dass meine Kamera quasi halbe Bilder macht. Es macht immer ein oberes Bild und ein unteres Bild, nimmt sie abwechselnd quasi auf. Und wenn das jetzt, ja, wenn das jetzt getrennt wird und getrennt voneinander abgespielt wird, dann wackelt das etwas, zumindest es sieht so aus, als würde es wackeln. Später beim Exportieren wird das dann aber nicht mehr zu sehen sein. Okay, gut. Dann fehlt jetzt noch der Andreas ganz außen, der mit dem Hund geht. Dazu gehen wir erstmal in die dritte Option und ziehen auch hier eine Maske. Mal gucken, wo ist sie das am weitesten außen, vielleicht hier. Ups. Und genau das ist der Fehler, den ich meinte. Ihr müsst das Video markiert haben und erst dann das Zeichensymbol nehmen. So. Und schon haben wir auch den Andreas draußen mit der Leica. Gucken, vielleicht können wir es so sogar machen, ganz einfach. Ja, passt sogar, fast. Mache ich da nochmal zwei Cuts rein. So. Ziehe den hier so hin. Gehe in die Maskenoption. Mache ein Stoppuhr-Symbol bei Maskenfahrt. Der Rest passt hier so nah. Da könnte es vielleicht noch einen Ticken weiter rüber gehen. So. Und davor muss es noch etwas mehr in die Richtung, damit Leica nicht verschwindet. Ja, vielleicht auch hier nochmal die weiche Maskenkante aktivieren. Ja, und dann sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Am Anfang jetzt noch, wird gleich auffallen. Gucken. Hier sehen wir jetzt die eine gezogene Maske. Diese müssen wir dann natürlich am Anfang noch einmal. Anfang darf die ruhig das komplette Video überdecken.
Nur nach einer Zeit, diesen Keyframe kopiere ich jetzt mal mit STGC und STGV, sollte sie dann rübergehen. Gucken, ab wann kann das denn sein? Passt das hier mit dem Zeitpunkt? Nee, muss sogar schon etwas früher sein, aber ist ja nicht schlimm. Noch früher. So sollte es jetzt passen. Ja, sehr schön. Wenn ich das jetzt einmal vorrendere. So, hier haben wir jetzt das fertig gerenderte Video. Ist nicht komplett zu sehen, aber das Grobe ist zu sehen. Ja, worauf man natürlich achten muss, der Ton wird jetzt komplett gemischt. Das heißt, von jedem Video wird der Ton reingeschnitten. Das kann man natürlich unterbinden, wenn man jetzt nur von einem Video den Ton haben will. Dann kann man hier diese Lautsprechersymbole ausschalten, zum Beispiel. Ja, gut. Und das ist es im Grunde auch. Jetzt ganz am Anfang sieht man hier, wie sich die Maske hier so reinzieht. Sieht man so ganz schwach. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade erkannt habt. Achtet nochmal genau drauf. Hier sieht man so einen schrägen Balken, der sich reinzieht. Jetzt sieht man besonders hier unten. Ich zeig's nochmal. Hier gleich. Da. Dieser Balken, wie kann man den entfernen? Und vor allem, was ist das für ein Balken? Das ist ganz einfach. Das ist von unserem dritten Video, denke ich mal. Genau, das ist diese Stelle hier. Und da sieht man den Balken doch leicht. Wie kann man das unterbinden? Das ist ganz einfach. Man geht in die die weiche Maskenkante, stellt man, macht man einen Keyframe. Ab hier muss sie ca. 20 betragen. Aber vorher kann sie gerne, was weiß ich was, 100, sagen wir einfach mal, betragen. So, passt das so? Ja, das passt. Und hier kann sie auch noch gerne 100 haben. So. Genau, und wenn man sie sich jetzt nochmal anguckt, diese entsprechende Szene nur. Moment. Dann sieht man jetzt auch, es ist nicht mehr wirklich ein Übergang zu sehen. Vielleicht hier ganz leicht noch. Das aber auch, weil der Schatten sich hier verschiebt. Ja, gut, okay. Das wäre das Erste. Ich hoffe, das Tutorial hat dir das so weit geholfen. Dann wollte ich jetzt auch noch auf eine weitere Szene hinaus. Und zwar auf das Entfernen des Seils. Beziehungsweise in diesem Fall habe ich jetzt einfach mal die Leine von Leica genommen. Mal gucken. Hier haben wir das. So, und sie wird gleich auf mich zukommen und man sieht hier die Leine und die wollen wir entfernen. Hier geht das auch extrem einfach. Und sucht die entsprechende Szene raus, wo man das Seil entfernen möchte. Sagen wir mal von hier bis hier. So, okay. Und mit STG-D duplizieren wir das nochmal. So. Und jetzt brauchen wir einmal ein freies Bild. Oder weitgehend freies Bild. Sagen wir mal, das hier reicht eventuell sogar. Damit wir das jetzt als Standbild haben, geben wir Rechtsklick, Zeitverzerrung aktivieren. Und nehmen diesen Keyframe hier. Ziehen das hier weiter und diesen Keyframe mit STRG-C und STRG-V kopieren wir ihn. So, jetzt haben wir die ganze Zeit nur diese eine Stelle hier. Und hier ziehen wir erstmal eine Maske drum, eine ganz grobe Maske. Wieder. So, so. So. Jetzt haben wir das hier. So, und jetzt haben wir das schon mal so weit. Das ist nicht schlecht, aber es ist noch nicht das, was wir wollen. Wir wollen die Leine natürlich direkt haben. Das heißt, wir ziehen das hier hin. Das hier hin. Das hier hin. Gucken, vielleicht noch einen Punkt hinmachen. So. So.
Dann gehen wir natürlich noch in die Maskeneffekte rein. Machen Keyframe bei Maskenfahrt. Oh, hier sehen wir, das muss noch etwas weiter auseinander. Hier senkt Leica den Kopf, also muss auch die Maske mit runtergehen. So. Hier vielleicht auch noch etwas mehr runter. So und so. So, und jetzt stürmt sie los und dementsprechend müssen wir die Maske natürlich auch nach hinten ziehen. So. So. Und so. Und hier sehen wir, es ist noch nicht weit genug. Das heißt, dementsprechend ziehen wir hier die Maske auch nochmal an die passende Stelle. Mit jedem Verändern der Maske setzt sich ein neuer Keyframe und genauso soll es auch sein. Hier sehen wir auch, es passt nicht. Leica bewegt sich einfach zu viel. Mann, 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 Mann. Okay, gehen wir noch etwas näher ran, um das noch etwas besser analysieren zu können. Hier sehen wir, hier wird die Leine auch noch einmal sichtbar. Das heißt, auch hier wird es noch einmal angepasst. Auch hier noch einmal, zack. So, hier ist es natürlich bescheiden jetzt, weil die Leine genau vor Leicas Gesicht ist. Dementsprechend würde ich sagen, ja, natürlich nicht gerade sehr leicht. Gucken hier vielleicht zwei Keyframes hin. So. Und hier muss sie das dann auch noch mal etwas weiter nach vorne so. Und jetzt muss das alles wieder ein Tick nach hinten gezogen werden. So. Beziehungsweise jetzt so. So, und da das jetzt alles sicherlich ziemlich uninteressant ist für euch, mache ich das mal kurz und wir sehen uns gleich, wenn ich das fertig maskiert habe. So, falls ihr euch wundert, warum es so lange gedauert hat, das zu bearbeiten, ich war eben noch Mittagessen. So, und hier sehen wir jetzt nun das annähernd fertige Resultat. Also, ja. Man sieht, es ist. Hier habe ich die Maske nicht mehr weitergezogen. Aber im Grunde, das ist das. Man sieht mich nicht, man sieht die Leine nicht. Und so einfach ist das mit einfach einer Maske rauflegen und diese Maske dann dementsprechend animieren und anpassen. Ja, gut, okay. Dann hoffe ich, Computer Tutorial, dir hat das geholfen. Falls du noch irgendwo zu Fragen hast, dann schreib sie natürlich gerne. Aber ansonsten hoffe ich, dass dir das soweit erstmal alles erklärt hat. Ich habe vorhin gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, eine Armee zu erstellen quasi. Und zwar ist es ja diese eine Möglichkeit, die ich gerade aufgezeigt habe, mit den vielen Andreasen nebeneinander. Wenn jetzt die aber auch noch hintereinander stehen sollen oder hintereinander vorbeigehen sollen, dann wird es komplizierter. Nämlich dann muss man mit Rotobrush arbeiten. Das heißt, das ist dieses Zeug hier, dieses Rotopinselwerkzeug. Das heißt dann quasi eine Maske genau um eine Person rumziehen, damit der andere dahinter vorbeigehen kann. Aber das ist um einiges komplizierter und um einiges aufwendiger und glaub mir, das willst du nicht. Gut, okay. Wünsche ich dir noch einen schönen Tag und auch allen anderen, die sich das jetzt angeguckt haben. Ich hoffe, euch hat das auch geholfen, auch wenn das ja sehr grundlegende Sachen waren. Haut rein und bis dann. Ciao.